werde mich heute in meiner Entscheidung hauptsächlich auch davon leiten lassen, wie die Stimmung bei uns im Kreisverband ist und daher auch meine Stimme an Annegret Kramp-Karrenbauer vergeben und hoffe, dass am Ende der oder diejenige, die gewählt wird, dann auch die ganze Partei zusammenführt und dass beide Lager sozusagen auch dann in der Parteiführung weiterhin vertreten sind. In meinem Kreisverband ist die Tendenz aus meinem Ortsverband eher Richtung Merz in einer knappen Mehrheit. Und ich höre mir aber heute beide Reden noch einmal ganz genau an und fälle dann in letzter Sekunde meine endgültige Entscheidung. Ich werde Annegret Kramp-Karrenbauer wählen, weil sie für mich die Person ist, die uns am besten einen kann und führen kann. Sie hat Wahlen gewonnen, sie kennt die Bevölkerung und hat ein klares Programm. Ja, ich habe mich entschieden, ich werde für Herrn Merz stimmen. Ich bin der Meinung, dass die CDU unter Merz das Profil zurückgewinnt, was wir in den letzten Jahren verloren haben. Ich werde für Annegret Kramp-Karrenbauer stimmen, weil ich denke, dass wir mit ihr in der Zukunft breiter aufgestellt sind und auch bei Wahlen gute Chancen haben werden. Ich finde aber auch, dass alle drei gute Kandidaten sind und ich wünsche mir, dass alle drei auch hinterher, egal wie, in der Politik bleiben und auch in der CDU Verantwortung tragen. Ich habe eine Tendenz zu Friedrich Merz, werde mir aber heute bei den Vorstellungen noch mal ein finales Bild von allen drei Kandidaten machen und bin auch gespannt auf eine vermeintliche Diskussion, die es heute noch geben wird. Und dann werde ich heute final entscheiden, wem ich meine Stimme gebe.